Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, 35,1%. Diese Zahl treibt mich um, diese Zahl treibt mich an, diese Zahl trieb mich in den letzten Wochen fast täglich hinaus an die Informationsstände, in Diskussionsrunden und vor Mikrofone, um zu werben für die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament am kommenden Sonntag. In Berlin haben 2009 nur 35,1% der 2,47 Millionen Wahlberechtigten, das waren 869.339 Menschen, an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilgenommen. Das ist ein Rekordtiefststand und kann eine Parlamentarierin und Demokratin eigentlich fast zum Verzweifeln bringen. Und diese mickrigen 35,1% sind sicherlich auch der Hauptgrund, weshalb wir heute auch einen Altparteienantrag vorliegen haben. Meine Damen und Herren, wir kämpfen gemeinsam dafür, dass die Bedeutung des Europäischen Parlaments, der einzigen direkt demokratisch legitimierten Institution in der Europäischen Union, besser gekannt oder bekannt und auch anerkannt wird. Das Europäische Parlament ist die Institution, die durch jede Vertragsänderung an Kompetenzen hinzugewonnen hat. Kein europäisches Gesetz, kein EU-Haushalt kann heute ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments beschlossen werden. Das ist ein enormer Fortschritt, wenn man sich die Anfänge des Parlaments vor 60 Jahren vor Augen führt. Und bei dieser Wahl kommt noch ein weiterer interessanter Aspekt dazu. Aufgrund einer unterschiedlich interpretierbaren Formulierung in Artikel 17 des Lissabonner Vertrags können Sie, sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, den Machtpoker zweier Institutionen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat um die Besetzung des Postens des Kommissionspräsidenten durch Ihre Wahlentscheidung mit beeinflussen. Der Europäische Rat wird nicht umhin können, davon bin ich als Parlamentarierin fest überzeugt, einen Spitzenkandidaten, der bei den Wahlen sehr gut abschneidet und eine Zweidrittelmehrheit hinter sich versammeln kann, auch für das Amt des Kommissionspräsidenten vorzuschlagen. Durch die Teilnahme an der Wahl stärken wir also nicht nur der einzig demokratisch legitimierten Institution in der EU den Rücken, sondern wir werden durch diese Wahl auch zu einer ersten Demokratisierung der Europäischen Kommission kommen. Wir Wählerinnen und Wähler haben es also in der Hand, ob es in der EU mit einem starken, selbstbewussten Parlament und einem politischen Kopf an der Spitze der Europäischen Union Kommission weitergeht oder ob durch eine geringe Wahlbeteiligung und eine weitere parteipolitische Aufsplitterung die Mitgliedstaaten gegenüber dem Parlament wieder an Hoheit gewinnen werden und dadurch die nationalen Interessen gegenüber den europäischen. Neben den genannten grundsätzlichen Gründen, an der Europawahl teilzunehmen, gibt es aber auch noch eine Reihe ganz konkreter, handfester Gründe, weshalb die Europäische Union und damit die Arbeit des Europäischen Parlaments positive Auswirkungen für uns Berliner hat. In jedem Bezirk gibt es aus EU-Mitteln geförderte Projekte für nachhaltiges oder besonders innovatives Wirtschaften, zum sozialen Zusammenhalt oder zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Und in der letzten sechsjährigen Förderperiode hat Berlin insgesamt 1,2 Milliarden Euro zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung bekommen. Tausende Berliner Studenten nehmen an den Austauschprogrammen der Europäischen Union teil. Und für die Berliner Hochschulen sind die EU-Forschungsmittel inzwischen ein wichtiger Bestandteil ihrer Finanzierung. Europa entfaltet seine positiven Wirkungen also ganz konkret vor Ort. Und wer möchte, dass diese Politik der solidarischen Unterstützung weitergeht, der sollte dies an diesem Sonntag durch die Teilnahme an der Wahl auch zum Ausdruck bringen. Ich habe mit einer Zahl angefangen und möchte mit einer Zahl schließen, denn es gibt eine zweite, die mir nicht aus dem Kopf geht. 25% soll der Front National in Frankreich laut der letzten Umfrage bei der Europawahl bekommen. Damit wäre der fremdenfeindliche Front National stärkste Kraft. Und nicht nur in Frankreich, sondern auch in den Niederlanden, in Ungarn, in Griechenland gibt es zunehmend politische Bewegungen, die die Werte der EU in Frage stellen und das Europäische Parlament nicht zur Mitgestaltung nutzen, sondern es paralysieren wollen. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, ich bin nicht dafür, dass wir diese Entwicklungen ignorieren und uns inhaltlich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Dadurch, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal Ansätze einer europäischen Kampagne haben,
werden uns die politischen Probleme in den anderen EU-Mitgliedstaaten auch stärker bewusst. Und wir müssen uns mit dem Politikversagen im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Migration oder der Kriminalität auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten auseinandersetzen. Ich bin aber trotzdem der Ansicht, dass ein Abgeordnetensitz im Europäischen Parlament zu wertvoll ist, um ihn Europafeinden zu überlassen. Ein deutscher Europaparlamentarier repräsentiert rund 850.000 Bürger. Das ist eine sehr hohe Verantwortung. Deshalb appelliere ich zum Schluss auch ganz andringlich an Sie, diese Wahl auch dazu zu nutzen, den EU-Feinden die rote Karte zu zeigen und die proeuropäischen Kräfte im Europäischen Parlament zu stärken. Ich danke Ihnen.